Wie die Hure Babylon mit der KPC verstrickt ist. In den letzten 11 Teilen haben wir bereits viel vom kabbalistischen Plan erfahren. Heute zeige ich euch den Rest, das große Finale also, wie es gemäß kabbalistischem Plan durch Dugin in Anführungszeichen prophezeit wurde. Dugin ist kein Prophet und kein Wahrsager. Er ist einfach nur ein Eingeweihter, der den kabbalistischen Plan kennt. Kommen wir also zum großen Finale gegen den Westen, gemäß Dugins sogenannter Prognose. Viele Staatsoberhäupter sterben und neue mit weitaus radikalerem Gedankengut werden auftreten. China greift Taiwan an und lenkt damit die USA und die NATO auf ein neues Ziel ab. Indien unterlässt die direkte Unterstützung, auf welche die USA gezählt hatte. Das Skript der Feministinnen, Schwulenaktivisten und der sogenannten Umweltschützer, die sich nur so nennen, aber in Wirklichkeit gar keine sind, sieht vor, dass sie ein Ende des Ganzen fordern, jedoch wird niemand auf sie hören. Der Westen würde schlussendlich gezwungen sein, im Namen seines Ziels gegen alle zu kämpfen, und alle Menschenrechte würden dabei nichtig. Schlussendlich sei folgendes das Ziel: der totale Tod Edoms. Wir haben bereits in den letzten 11 Folgen zur Genüge gesehen, dass ihr kabbalistischer Plan der Heiligen Schrift komplett widerspricht und dass sie scheitern werden. Dugin ist im Übrigen China-Fan. Wusstet ihr eigentlich, wie sehr die KPC ist gleich Kommunistische Partei China mit der Hure Babylon verstrickt ist? Von wegen Atlantiker gegen Eurasia. Aber seht selbst, nach diesem Teil 12 wirst du klar sehen, dass auch das nur eine Show ist, eine Täuschung hinter der Täuschung. Und lasst uns auch gleich starten. Ich habe hier mein ursprüngliches Video namens KPC und Hure Babylon integriert. Dieses Video wollte ich eigentlich gar nicht mehr online stellen. Jedoch entspricht es einem wichtigen Puzzleteil. Doch macht euch selbst ein Bild. Eine Klarstellung, bevor ich mit euch in dieses Video starte. Ich distanziere mich komplett und zu 100% von Kabbala, von Esoterik und von diesen Zeichen hier. Vor allem von diesem Zeichen distanziere ich mich zu 100% und auch von allen seinen Anhängern. Dies entspricht eigentlich einem anderen Thema, was ich euch hier gerade links abgebildet habe. Und ich werde zu dieser Thematik ein extra Video machen, sobald ich mit dieser Serie der Puzzleteile hier fertig bin. Aber ich möchte das einfach mal klarstellen, dass ich mich von diesem ganzen Blödsinn hier, von diesem Blödsinn hier komplett distanziere. Ich habe das hier gerade mal durchgestrichen. Was man hier aber klar und eindeutig erkennen kann, ist, dass Sie anderen genau das unterstellen, was sie in Wirklichkeit nämlich selber sind. Aber ich gehöre zu denen nicht dazu. Eigentlich könnte man fast meinen, die KPC sei die Hure Babylon selbst. Aber nein, die KPC ist nicht die Hure Babylon. Wie komme ich aber darauf zu sagen, man könnte meinen, die KPC sei die Hure Babylon selbst? Manches scheint ja total zu passen. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass jemand im Hintergrund das globale Weltgeschehen lenkt. Die Bibel sagt auch, die Hure Babylon wird durch den Antimessias und den 10 Endzeitkönigen zu Fall gebracht werden. Und die Bibel sagt,
dass die Hure Babylon reich ist und in aller Welt Handel getrieben hat. Auf vielen, vielen Produkten steht drauf: Made in China. Jedoch ist die Hure Babylon weder die katholische Kirche noch die KPC. Freilich wurde es in die Köpfe vieler Menschen eingetrichtert, die Hure Babylon sei angeblich die katholische Kirche. Ich bin wahrlich kein Fan von der katholischen Kirche und ich gehöre dieser auch nicht an. Auch ich glaubte lange, die katholische Kirche sei die Hure Babylon. Und warum glaubte ich das? Weil man mir das damals in einer Freikirche mal so erklärt hat. Aber im Rahmen von C. bin ich dann diesbezüglich aufgewacht und habe nochmals hinterfragt, wer die Hure Babylon wirklich ist. Und siehe da, es ist jemand anders. Und da sind wir wieder beim Thema. Generell ist es so, dass toxische Übeltäter jedweder Art immer ihre eigenen Missetaten auf andere spiegeln wollen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die Hure Babylon die Bezeichnung, die ihr giltet, auf andere übertragen will. Es ist aber auch schon so, dass sowohl die katholische Kirche als auch die KPC mit der Hure Babylon tief verstrickt sind, wenn auch jeder in einer anderen Weise. Es steht geschrieben, die Hure sitzt an vielen Wassern. Die Wasser sind Völker und Sprachen und Nationen, gemäß Heiliger Schrift. Und das bedeutet, die Hure Babylon kann gar nicht die KPC sein. Die Hure Babylon muss länderübergreifend international sein und überall oder zumindest an vielen Orten ihre Nase reingesteckt haben. Aber die KPC steckt doch überall oder an vielen Orten ihre Nase rein. Ja, stimmt schon. Aber lasst uns das dennoch mal genauer betrachten. KPC und Hure Babylon. Gibt es da tatsächlich eine Verbindung? Kann das wirklich sein? Ist das tatsächlich möglich? Ist doch eher unwahrscheinlich, oder? Um das untersuchen zu können, muss man wissen, wer die Hure Babylon überhaupt ist. Einen Hinweis darauf habe ich euch bereits in meinem Video über die Simpsons gegeben. In diesem Video über die Simpsons wird eigentlich sehr deutlich, wer die Hure Babylon ist. Aber nicht nur die Simpsons beweisen dies. Diese Kabbalisten mischen beinahe überall auf der ganzen Welt mit. Woher kommt Kabbala ursprünglich? Seht ihr unten links eingeblendet? Wenn man alle Religionen näher auf den Grund geht, findet man oft auch wiederum Kabbala. Ich habe euch auch unten rechts noch etwas eingeblendet. Bevor ich jetzt zum Thema KPC komme, möchte ich hier gerne nochmal auf dieses Thema kurz eingehen. Ganz kurz. Ja, hier ein kleiner Auszug aus Wikipedia. Könnt ihr selber auf Wikipedia nachlesen, steht alles unter Kabbala bei Wikipedia. Was ich euch zeigen möchte ist, Hollywood steckt da mit drin. Ja, da geht es auch um Schauspieler, Sänger, Britney Spears zum Beispiel. Dann auch New Age ist auch in Kabbala verstrickt. Also wie wir sehen, Kabbala ist an vielen Orten involviert. So, es ist wirklich religionsübergreifend, diese Kabbala. Man findet sie im Christentum und auch dabei Yoga. Also es ist wirklich religionsübergreifendes Prinzip, wie sie hier selber schreiben. Momentan ist man überall dabei, die Wahrheit wegzuradieren, die Wahrheit auszulöschen. Man versucht stattdessen, die Wahrheit durch Lüge überall, wo man kann, zu ersetzen. Jetzt habe ich das gefunden hier, oben links.
Der erste Artikel: Mythen über Kabbala. Mythos Nummer 4: Kabbala befasst sich mit Magie. Fakt: Kabbala befasst sich weder mit Magie noch mit irgendeiner anderen Zauberei. Das ist eine glatte Lüge. Es ist eine Lüge. Kabbala ist sehr wohl Zauberei und das kann man im Internet im Moment noch nachrecherchieren. Es ist auch überall involviert. Lexikon der Zauberei sieht man hier. Dann weiter unten der Artikel Kabbala, Freimaurer. Also die haben, Kabbala ist überall dabei. Und Kabbala ist Zauberei. Das kann ich euch bestätigen aus meiner Zeit, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Da habe ich mich mit Esoterik beschäftigt und Kabbala ist Esoterik. Und Esoterik ist Zauberei. Und da können Sie so viel korrigieren, wie Sie wollen. Kabbala ist und bleibt Zauberei. Inwieweit man das heute noch findet, so im Internet, das weiß ich nicht. Dieses Video hatte ich ursprünglich im Jahr 2021 erstmals erstellt und diese Folien stammen noch von meiner damaligen Recherche. Ich hatte aber damals noch etwas übersehen, was mich jetzt aber gerade in dem Moment total triggert. Und zwar hier oben in dem Artikel. Da steht wieder mal, Kabbala stamme angeblich oder hätte angeblich seine Wurzeln im Tanach, der Heiligen Schrift des Judentums. Das ist kompletter Quatsch. Tanach meint Altes Testament und Kabbala hat rein überhaupt gar nichts mit dem Tanach, mit dem Alten Testament, mit der Heiligen Schrift zu tun. Nur so zur Klarstellung. So, und jetzt will ich euch aufzeigen, warum ich das überhaupt hier in diesem Video erwähne. Ich will euch nämlich beweisen, wer oder was die Hore Babylon ist. Erstens mal, das Wort Chabad. Das ist ein hebräisches Akronym für die drei intellektuellen Fähigkeiten Chochma, Weisheit, Bina, Verstehen und Da'at, Wissen. So. Und dann hier unten die Weisheitslehre der Kabbala. Also sowohl bei Chabad als auch bei Kabbala geht es um die sogenannte Weisheit. Ich zeige euch jetzt, worauf ich hinaus will. In der Bibel steht geschrieben, 1. Korinther 1, Vers 19, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Jesaja 29, Verse 14 bis 16, so will ich auch mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen untergehe und der Verstand seiner Klugen verblendet werde. 1. Korinther 3, Vers 19. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Als ich das Video damals erstmals erstellte, empfahl ich euch, nicht per Google zu suchen, sondern mit der Suchmaschine DuckDuckGo. Ob das allerdings tatsächlich besser ist, weiß ich mittlerweile nicht mehr so genau. Aber damals habe ich das einfach mit DuckDuckGo recherchiert. In diesem Video geht es wieder mal um solche, von denen die Heilige Schrift ganz klar sagt, die Juden, die es nicht sind, sondern eine Synagoge Satans. Und genau aus diesem Grund werde ich das auch manchmal auf einer Folie eingeblendet lassen, nur einfach, um gewisse Dinge klarzustellen. Ich habe euch ein
Artikel verlinkt in der Videobeschreibung und auf diesen Artikel möchte ich hier eingehen. Ich habe den Artikel nicht geschrieben, ich weiß auch nicht, wer den Artikel geschrieben hat, aber ich habe mich mit dem Artikel beschäftigt und habe auch dann noch Recherchen betrieben und auch überprüft, damit ich nicht wieder reinfalle nach dem Motto, ich muss hier eine Aussage zurücknehmen oder so. Ich möchte nicht mehr, dass mir das nochmals passiert. Deswegen, man muss alles grundsätzlich mindestens noch einmal nachrecherchieren. In diesem Artikel wird behauptet, dass, ja, ich lese euch mal kurz vor, man würde nicht auf den ersten Blick erkennen, aber China und die Juden sind kumpelhaft. Das stimmt, das erkennt man am ersten Blick nicht. Es ist eine historische Beziehung, die zurück zu den Anfängen des chinesischen Kommunismus geht. Ich lese euch jetzt nicht alles vor. Sie beziehen sich aber auf einen Artikel von The Schmoze oder wie auch immer sich das ausspricht. Das ist eine jüdische Zeitschrift und die bestätigen das, dass auch zum Beispiel Goldman Sachs hier wieder mal involviert war. Das ist der Artikel, auf den sie sich beziehen. Und ja, das ist eine jüdische Zeitschrift, die das selber sagt. Kann man selber auch nachrecherchieren oder jetzt abstoppen und selber lesen. Ich lese jetzt nicht alles vor hier. Ja, Verbindungen bestehen bis hin zu Mao Zedong. Ich habe euch unten rechts eingeblendet, wer Mao Zedong war. Ehemaliger Staatspräsident der Volksrepublik China. Genau. Und zudem gibt es Verbindungen zu diesen besagten Leuten. Auch das bestätigen sie wieder selber. Die jüdische Zeitschrift Haaretz zum Beispiel. Haaretz bedeutet übrigens die Erde. Ja, Überschrift, die Juden, die mit Mao kämpften. Es waren nicht viele, aber Jakob Rosenfeld war einer von ihnen. China ehrte ihn später, indem es sein Bild auf einen Stempel setzte. Wie schon erwähnt, man kann jeweils selber abstoppen, kann es ganz durchlesen oder kann den Artikel aufrufen. Wie gesagt, ich würde über DuckDuckGo gehen, weil das doch ein sehr heikles Thema ist und weil man sonst schnell eine Keule übergezogen bekommt. Ja, aber diese Verbindungen, die bestanden nicht nur damals, sondern sie bestehen immer noch aktuell. Das sagt der Artikel auch aus. Hier steht, ist äußerst relevant, da sich das Verhältnis zwischen China und Israel heute in einem immer expansiverem Tempo entfaltet. Erlauben Sie uns nun, in die jüdischen Gönner des roten Chinas einzutauchen und Gründer. Ein Mitbegründer der KPC war Grigori Naumowitsch Wojtinski und unten eingekreist habe ich euch auch aufgezeigt, es war ein russischer Jude. Manfred Stern, alias Emilio Kleber, alias Laza Stern, aka Moishe Stern, alias Mark Zilbert, alias General Kleber, ukrainischer Jude. Ja, auch er war hier involviert. Solomon Adler, Jude mit Ursprung aus Karelitz, Weißrussland. Auch dieser Herr ist sehr interessant. War auch bei der internationalen Liaison-Abteilung, einem wichtigen Organ der KPC, zu dessen Aufgaben auch ausländische Geheimdienste gehörten.
Henry Kissinger. Ja, auch er hat hier Verbindungen zur KPC. Nächster im Bunde, Jakob Rosenfeld. Nächster sehr interessanter Kandidat, Sidney Rittenberg. Ja, er gründete Rittenberg und Associates, ein Unternehmen, das zu einem wichtigen Zwischenweg für amerikanische Konzerne und China wurde. Sehr, sehr interessanter Artikel, den man da über diesen Herrn findet. Sind verschiedene Autoren, verschiedene Quellen, die immer wieder dasselbe bestätigen. Nächster Kandidat, Sidney Shapiro. Nächster sehr interessanter Kandidat, Israel Epstein. Der war sein Minister für Finanzen respektive Aneignungen. Frank Coe, nächster Kandidat, auch sehr interessant. Ihr seht, was ich hier alles rot eingekreist habe. Ja, genau. Nächster extrem interessanter Kandidat, Robert Lawrence Kuhn. Jüdischer Investmentbanker. Den Rest dürft ihr wieder selber lesen. Links oben eingeblendet. Dann habe ich euch rechts noch so eine Leiste angezeigt mit Suchergebnissen, die ich auf Anhieb gefunden habe über diesen Herrn. Das zweite von oben vor allem finde ich ziemlich interessant. Also ich finde es eigentlich alles interessant. Aber mal den Fokus auf das zweite von oben. Meet Robert Lawrence Kuhn. Illuminati-Händler auf Chinas Punkt, Punkt, Punkt. Ich übersetze das mal. Daneben, dass Robert Lawrence Kuhn jüdischer Abstammung ist, war er tief involviert in einem christlichen Endzeit-Prophetiekult einer Kirche namens Weltweite Kirche von Gott, WCG und so weiter. Ja, das sagt auch einiges. Nächster Kandidat, Mikhail Borodin. Also ihr seht, die Liste ist lang und es scheint irgendwie nicht mehr aufzuhören. Nächster Kandidat, David Krug. Auch hier selbe Herkunft, selbe Verbindungen. Alles recherchierbar, mehrfach. Der nächste Kandidat, Adolf Abramowitsch Joffe. Auch hier bestehen Verbindungen zur KPC. Auch dieser Herr, selber Ursprung, selbe Verbindung mit der KPC. Sehr interessanter Mensch übrigens, was man da so liest. Auch dieser Herr ist sehr interessant. Der hat sogar dann die chinesische Staatsbürgerschaft verliehen bekommen. Wieder selber Ursprung, selbe Verbindungen. Auch dieser Herr sehr interessant. Der hat sogar ein Denkmal bekommen zu seinen Ehren von den chinesischen Kommunisten. In der Provinz Shandong. Lässt sich auch recherchieren, allerdings habe ich keinen Button gefunden, um das auf Deutsch zu übersetzen, aber es lässt sich, wie gesagt, recherchieren. Wenn man nach diesem Hans Schippe sucht, findet man unter anderem auch diesen Artikel. Ich habe diesen Artikel nur überflogen.
und ich kann jetzt nicht sehen, wo hier etwas von Hans Schippe steht. Dennoch finde ich diesen Artikel sehr interessant. Es gibt ja auch Übersetzungsprogramme, die den Artikel auf Deutsch übersetzen können. Dieser Artikel steht in The Times of Israel. Ja, und da geht es auch wieder um die israelischen Verbindungen. Also dieser Artikel zeigt eigentlich nochmal von einer anderen Quelle auf, dass diese Sachen wirklich so sind und auch recherchierbar sind. Ja, ich weiß, die Liste ist lang. Hier ist noch ein weiterer Kandidat. Weitere Kandidatin. Auch hier gibt es wieder eine Verbindung zur KPC. 1944 wurde sie an der Botschaft Kanadas Sekretärin des Botschaftsrats. Ja, auch hier sehr interessant, wie auch immer es sich ausspricht, dieser Name. Auch er Mitglied der KPC. Übrigens geboren in Springfield. Was für ein Ort ist denn Springfield eigentlich, wenn sich da die Simpsons auch abspielen? Schon irgendwie alles komisch, oder? Und dann, ich habe da gar nicht so weit gesucht, ich habe nur den Namen eingegeben in diese Suchmaschine, wollte gucken, welchen Ursprungs er hat. Und dann kriege ich hier auch dieses China und die neue Weltordnung in Zusammenhang mit diesem Herrn hier. Ja, es hört nicht mehr auf. Die Liste ist unendlich. Und die Beweise sind nicht nur von einer Quelle, sondern von ganz, ganz vielen verschiedenen. Immer wieder die gleichen Namen, immer wieder die gleiche Verbindung. Immer wieder das gleiche Ursprungsland, von dem sie abstammen. Kann man nicht leugnen. Hans Miller, auch er ist hier involviert. Das kann man sogar auf Wikipedia finden. Über diesen Herrn hier lässt sich weniger recherchieren im Internet. Vielleicht habe ich es auch nicht wirklich gefunden. Und es gibt es. Da steht nur was von, er soll ein Spion für China gewesen sein. Er soll gewesen sein. Steht auf Wikipedia. Ich weiß nicht, ob es am Namen liegt, dass man so wenig findet, weil es gibt wahrscheinlich noch mehr. Günther Stein oder Gunther Stein. Vielleicht habe ich auch zu wenig genau recherchiert. Man kann finden, dass er dieses Buch geschrieben hat, The Challenge of Red China. Ja, die Verbindungen mit dem Rothschild habe ich nicht gefunden. Ich habe aber sehr wohl gefunden, dass es hier auch wieder Verbindungen zu diesem Israel Epstein gibt in Bezug auf diesen Namen. Wisst ihr, was ich ziemlich erstaunlich finde? Eigentlich wollte ich ja ein Video machen über die KPC und immer wieder spielt da ein anderes Land mit rein, Russland. Woran kann das liegen? Vielleicht liegt es am Ursprung der Drahtzieher, Chabad-Lubavitch. Lubavitch ist der Name einer Stadt in Weißrussland. Naja, über diesen Herrn Philipp Jakob Jaffe kann man im Netz mehrere Sachen finden, viele Sachen, was diesen Artikel wiederum bestätigt. Eins zum Beispiel hier, ich tue euch den Artikel in der Infobox verlinken. Er ist aber auf Englisch. Auf Deutsch kann man da fast nichts finden und es war viel zu viel, das zu übersetzen. Und deswegen packe ich euch
diesen Link, so wie er ist, in die Videobeschreibung, ohne es zu übersetzen. Die nächste im Bunde, Eva Sandberg. Sie heiratete einen chinesischen Dichter, Xiao San, wie auch immer das sich ausspricht. Und sie half unter anderem, kommunistisches Denken zu verbreiten. Ja, sehr, sehr interessant. Die Liste, wie gesagt, hört nicht mehr auf, wenn man da anfängt zu recherchieren. So, und wenn man jetzt sich diese Person betrachtet und wie viele Aliase diese Person schon wieder hat. Alias, 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 Alias Sonja. Ja, und ich habe euch das recherchiert. Lässt sich gut recherchieren, sogar anhand von Wikipedia. Das ist zwar auf Englisch, aber man kann, auch wenn man kein Englisch kann, erkennen, dass sogar Wikipedia den Artikel links bestätigt. Und auch unten habe ich noch etwas Interessantes gefunden. Wiederum auf Englisch, aber hier bestätigt sich auch wieder die Herkunft von dieser Dame. Und als ich nach diesem Namen suchte, bekam ich auch noch den Artikel rechts im Bild. Da geht es wieder mal um LGBT. Aber dieses Thema haben wir ja in vergangenen Videos bereits behandelt. Deswegen gehen wir gleich auf die nächste Folie weiter. Wer sich ein bisschen mit den Namen auskennt, kann eigentlich auch ohne Recherche erkennen, aus welchem Land er stammt, aus welcher Kultur. Ja, unter diesem Artikel nochmal der Beweis, dass er wirklich aus dieser Kultur stammt. Ich habe diese Seite nicht geöffnet. Es dürfte auch nicht meiner Meinung entsprechen, aber es ist bewiesen, dass dieser Herr auch zu dieser Gruppe gehört. Hier gibt es auch einen ganz großen Artikel über diesen Herrn auf Wikipedia. Manchmal lässt sich das übersetzen auf Deutsch und manchmal nicht. Hier habe ich den Button nicht eingeblendet bekommen zum Übersetzen. Hier aber sieht man die Verbindung zur KPC. Theoretisch kann man dieses Thema noch viel tiefer recherchieren, als ich es getan habe. Und mein Video hier ist auch sicher nicht vollständig. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Alles andere habe ich für mich selber als Zeitverschwendung angesehen und deswegen habe ich es auch nicht tiefer recherchiert. Wie gesagt, das, was wir hier anhand von wenig Recherche rausfinden können, ist sehr, sehr aussagekräftig. Hier noch etwas anderes, was ich selber interessant gefunden habe, wo dieser Herr studiert hat, am Trinity College in Cambridge. Ja, und auch das wieder ist interessant. Kommunistische Partei von USA. Also wie gesagt, man kann das noch viel tiefer recherchieren. Und auch hier unten ist das Buch erwähnt, Pretty Straight and the Opening of China. Einen habe ich noch, der letzte. Auch das sehr aufschlussreich. Ja, auch das lässt sich gut recherchieren, dieser Herr, wo er herkommt, wo er sich beteiligt hat.
Auch er hat Verbindungen zur KPC. Ich habe hier unten auch noch einen Artikel gefunden mit der Überschrift, die ich euch hier auf Deutsch wiedergebe: Die überproportionale Beteiligung am Kommunismus dieser einen Gruppe. Ja, die Liste, ihr habt gesehen, sie ist lang und es ist definitiv recherchierbar, dass das nicht irgendwelche Behauptungen sind, sondern das sind Tatsachen, von denen sie selber sogar auch reden. Also es ist alles recherchierbar und nicht irgendwie erfunden. Ja, und wer hätte das gedacht? Der Dalai Lama hat Verbindungen zur CIA. Wo ich das gefunden habe, könnt ihr sehen, übrigens hier oben eingeblendet. Da ist der Link. Ich kann es euch aber auch sonst nochmal in die Videobeschreibung stellen. Ja, das ist zwar schon von 2017, aber China und Israel kündigen innovative, umfassende Partnerschaft an. Israel hoffe, sich an der Belt and Road Initiative zu beteiligen, sagte er und fügte hinzu, dass sein Land erwarte, dass China eine größere Rolle in den Angelegenheiten des Nahen Ostens spiele. Naja. Sag nicht nur ich, sag nicht nur dieser Artikel, sondern es gibt hier noch mehr Leute, die das auch sehen. Und ich denke mir, hier geht es nicht um Meinungen, sondern um Fakten. Da schreibt eine bei Forbidden Knowledge, Jinping, Trump und Putin sind im selben Team. Sie sind alle von Chabad-Lubavitch kontrolliert. Ja, dann stellt sich mir auch noch eine Frage, und zwar in China bei den Kommunisten ist es ja so, die Christen werden dort verfolgt, Moslems werden dort in Konzentrationslager und Umerziehungslager gesteckt, aber es gibt einen Chabad-Lubavitch-Sender in China. Und ja, ich frage mich, wie ein kommunistisches Land ein Chabad-Lubavitch-Sender dulden kann. Ich habe noch einen anderen sehr interessanten Artikel gefunden. Sie sagen das, was ich denke. Sie sagen, höre auf, mit dem Finger nach China zu zeigen. Das sind andere. Ich tue euch auch diesen Link in die Videobox verlinken. Der Artikel ist auf Englisch. Ich habe ihn euch nachfolgend auf Deutsch übersetzt. Es ist nicht China, sondern die Hure Babylon. Viele verschiedene Gruppen dürfen nicht darüber sprechen, über die jüdischen Ursprünge der rot-chinesischen Revolution von Mao Zedong. Mao wurde von Skull and Bones geschult. Und es gibt Verbindungen zur internationalistischen Freimaurerloge von, ja. Es geschah mit der stillschweigenden Erlaubnis von Franklin D. Roosevelt. Der war ein 32 Grad Freimaurer. Und später Präsident Harry S. Truman. Das war ein 33 Grad Freimaurer. Mao war eine eng kontrollierte Marionette von Männern wie Israel Epstein, Sidney Shapiro. Ja. Ich lese es nicht selber. Lest es selber durch.
Das lese ich euch wiederum nicht vor. Bitte lest es selber. Ja, dieser Herr Pollard ist jetzt ein Nationalheld, der in Israel lebt. Den Rest dürft ihr dann wieder selber durchlesen. Zwei Dingen wollte ich noch auf den Grund gehen. Erstens die Behauptung, Barack Obama sei ein Jude. Das habe ich nachrecherchiert. Und zweitens die Behauptung, dass der Reichtum Amerikas unter anderem nach Rotkina transferiert wird. Ja, den Rest dürft ihr jetzt hier mal selber durchlesen. Um was geht es mir hier genau? Es geht mir hier darum, euch zu zeigen, nicht China ist das wirkliche Problem, sondern diejenigen, die Drahtzieher, die hinter der Kulisse alles steuern und lenken. Was somit bewiesen wäre. Auch interessant. Times of Israel bestätigt, Barack Obama hat einen jüdischen Halbbruder, der in China lebt. Hier nochmal der Halbbruder von Barack Obama, oben links im Bild eingeblendet. Und unten rechts, die Politico bestätigt ebenfalls, dass Obama jüdische Wurzeln hat. Ja, und dann alle Pharisäer, die immer nur eine Seite beleuchten und die andere Seite schön stillschweigend unter den Tisch kehren. Die Wahrheit ist kein Bashing. Ohne dass ich hier zu sehr ins Detail gehen möchte, weil mich das ehrlich gesagt gar nicht wirklich interessiert. Es gibt hier anscheinend tatsächlich hintenrum Verbindungen zwischen ihm und China. Ich habe das nur aufgezeigt, weil ich euch den Artikel übersetzt habe und weil da drinne stand, dass der Reichtum unter anderem nach Rotkina transferiert wird. Und genau aus dem Grund habe ich da ein bisschen recherchiert. Aber nicht so viel, weil es mich eigentlich nicht wirklich interessiert, weil ich eigentlich schon weiß, was ich wissen muss. Ja, und auch hier nochmal zum Thema America First. Da hat man Hilfspakete nach China geschickt. Ja, das ist auch wirklich bestätigt, wie man sieht. Nicht nur einfach eine Behauptung von Mainstream-Medien. Obwohl man dieses Thema noch viel tiefer recherchieren könnte, habe ich es nicht getan. Was zu beweisen war, es gibt eine tiefe Verstrickung zwischen der KPC und der Hure Babylon. Und weiterhin gibt es auch eine tiefe Verstrickung zwischen Russland und der Hure Babylon. Die Hure Babylon wird durch den Antimessias und den 10 Endzeitkönigen zerstört werden. Und das werden wir noch erleben. Nachfolgend möchte ich mit euch zusammen jetzt Offenbarung Kapitel 17 betrachten. Wenn du möchtest, stopp doch hier gerade ab und hol deine Bibel und lies mit. Offenbarung Kapitel 17. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die,
welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Hier mal ein kurzer Unterbruch. Offenbarung Kapitel 17, Vers 5 sagt: Auf ihrer Stirn, also auf der Stirn der Hure Babylon, war ein Name geschrieben: Geheimnis. Kabbala wird auch bezeichnet als die jüdische Geheimlehre. So viel dazu, falls man sich immer noch fragt, ob es stimmt, wer oder was die Hure Babylon tatsächlich ist. Aber jetzt mal weiter zu Offenbarung Kapitel 17. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jeschuas, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das sie 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Hier ist der Verstand, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige. 5 sind gefallen, und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der 8. Und es ist einer von den 7. Und es läuft ins Verderben. Hier nochmals eine Unterbrechung. Offenbarung Kapitel 17, Vers 11 sagt eindeutig: Das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der 8. Und es ist einer von den 7. Das heißt, er gehört dazu, zu diesem ganzen System. Aber weiter zum Text von Offenbarung Kapitel 17. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde, zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn, und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige, und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen, und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Denn Jehova hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Jehovas erfüllt sind. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Dies ist ein Hinweis auf den Antimessias und seine 10 Könige, die Hure Babylon entblößen und zerstören werden. Und dies ist wiederum die Bestätigung, dass ich mit meiner Vermutung, wer der Antimessias ist, richtig liege. Er sagt ja immer wieder selbst, er möchte den Deep State bekämpfen. Ich gehe mal davon aus, dass er das auch wirklich tun wird, und wir werden das auch noch erleben. Offenbarung Kapitel 18
ist immer noch über die Hure Babylon und über deren Fall. Und Kapitel 18 besagt auch, dass die Hure Babylon in einer Stunde fallen wird. Und dies finden wir in Offenbarung Kapitel 18, Vers 19. Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd: Wehe, wehe, die große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, reich gemacht wurden durch ihren Wohlstand. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Der Fall der Hure Babylon ist sicher. Die Hure Babylon hat nicht nur ihre Finger in vielen Ländern der Erde, wie bei der KPC oder Russland. Die Hure Babylon hat auch ihre Finger in vielen Weltreligionen. Wir haben ja gesehen, Kabbala gehört zu den religionsübergreifenden Prinzipien. Nochmals, die Hure Babylon wird fallen. Das soll's für heute gewesen sein. Dieses Video endet hier. Fortsetzung folgt in Teil 13.